Die tauschfreie Wirtschaft Produktion Die Produktion wird nur in Gang gesetzt, wenn Bedarf besteht. In einigen Bereichen ist es technisch allerdings nicht möglich, die Produktion ganz einzustellen, weil bestimmte Maschinen nicht ganz abgeschaltet werden dürfen, aber sie kann auf ein Minimum gesenkt werden. Wenn Bedarf besteht, wird das von den Versorgungslagern an die Produktion gemeldet, vielleicht an einen Koordinationsrat. Weil ohnehin immer wieder Bedarf für etwas besteht, wird der Kontakt zwischen Lager und Produktion sehr intensiv sein. Andererseits, da es nur um die Meldung geht, ob für ein Gut Produktionsbedarf besteht und welcher, kann dieser Vorgang vielleicht automatisiert werden. Konzeption. Güter bzw. Produkte müssen bereits bei der Planung so konzipiert werden, dass nach ihrer Nutzung möglichst rückstandslose Wiederverwertung möglich ist. Teil einer tauschfreien Wirtschaft ist also eine Kreislaufwirtschaft, welche die gesamte Gesellschaft von der Produktion über die Konsumtion bis zur Entsorgung durchzieht. Produkte müssen möglichst repariert werden können, wenn nicht, dann wenigstens in die Bestandteile zerlegt und möglichst die Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Sollte auch das nicht gelingen, sind die Materialien so zu wählen, dass sie möglichst von der Natur mittels Mikroben abgebaut werden können. Für den dann noch verbleibenden Rest muss eine umweltschonende Entsorgung überlegt werden. Aber zuvor müssen alle Möglichkeiten überlegt werden, das zu vermeiden. Die Belastung der Umwelt, der Natur, der Erde soll so gering wie möglich gehalten werden. Das muss keine Rückkehr in die Steinzeit bedeuten, aber ein überlegter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Eine hochtechnisierte Gesellschaft und eine intakte Umwelt sind kein Widerspruch. Unter einem bestimmten Blickwinkel sogar Bedingung und Voraussetzung. Denn nur eine intakte Umwelt bietet in entsprechenden Bereichen, zum Beispiel bei nachwachsenden Rohstoffen, die Menge und Qualität, die für haltbare Produkte erforderlich sind. Tatsächlich kann eine solche Gesellschaft sogar weit höher technisiert und automatisiert sein als die heutige Monetärwirtschaft. Und dennoch die Belange der Umwelt weit mehr berücksichtigen, als es eine tauschbasierte Wirtschaft je könnte. Eben gerade weil die Erfordernis der Rendite wegfällt. Richtig, die Rendite ist ein gewisser Zwang zu sparsamem, behutsamem Umgang mit Ressourcen, theoretisch. Aber nur so lange, wie dieser vor allem die Gewinne nicht schmälert sorgt ein verschwenderischer Umgang mit Ressourcen, selbst bei höherem Ausschuss und Müll, für höhere Rendite, wird in einer tauschbasierten Wirtschaft dieser Weg eingeschlagen. Geld ist also kein Garant für einen schonenden Umgang mit Ressourcen und auch kein Garant zur Vermeidung von Überproduktion. Man denke an die Beispiele der Milchindustrie, an den in Europa existierenden Milchsee und den Butterberg die lediglich aus den Schlagzeilen geraten sind, oder an die Tonnen von Weltraumschrott, die um die Erde kreisen. Keine Firma bezahlt dafür, dass die dort schwebenden Rohstoffe in Form von defekten oder ausgedienten Satelliten aus dem Orbit zu holen. Wenn es aber eine Firma tut, werden Ansprüche darauf erhoben, es wird mit Patent- und Urheberrechten gewedelt aus Angst vor Reverse Engineering. Dafür wollen Industrieriesen wie Amazon und Musk Bergbau auf Asteroiden betreiben als neue Rohstoffquellen. Wer will schon die seltenen Erden aus alten Satelliten, wenn man neue ausbuddeln kann? Die sind vielleicht schlecht geworden. Energie Auch die aktuelle Energiegewinnung hat den monetären Profit im Fokus. Die in der gedachten Gesellschaft existierende Energieversorgung ist dezentral organisiert und beruht auf einer ganzen Reihe alternativer Quellen. Strom ist eine leicht zu generierende und gut kontrollierbare Energieform. Durch die dezentrale Energiegewinnung können längere Stromleitungen vermieden werden. Natürlich erfordert die Stabilisierung einerseits einen Aufwand, am Internet allerdings lassen sich die Vorteile davon ableiten. Der Ausfall einer Energiequelle bzw. eines Knotenpunktes kann durch andere kompensiert werden. Es kann ein Sensor und Regelwerk implementiert werden, welche die Energiequellen schon fast automatisiert koordiniert und überwacht, sodass nur noch die korrekte Funktion dieses Regelwerks überwacht werden muss. Verkehr Der Individualverkehr wird auf ein neues Gesamtkonzept gestellt. Großräumige, selbstfahrende Fahrzeuge stehen jedem zur Verfügung. Sie können leicht und flexibel zum Lastentransport oder Personentransport umgestaltet werden. Für den massenhaften Gütertransport stehen spezielle Fahrzeuge zur Verfügung, welche den speziellen Anforderungen dieses Bereichs gerecht werden. Schwertransporte haben auch in dieser Gesellschaft ihre besonderen Herausforderungen, die bereits mit Wissen und engagierter Zusammenarbeit bewältigt wurden. Für Langstreckentransporte von Gütern oder Personen kann eine Lösung mit Schienen oder Vakuumröhren überlegt werden. Vielleicht ist es sinnvoll, die Individualfahrzeuge mittels solcher Vakuumtransporter zu kombinieren, wie ein Autoreisezug zum Beispiel. Diese Individualfahrzeuge können für längere Reisen mit entsprechendem Komfort ausgestattet werden, wenn man die Größe eines Kleinbusses zum Standard nimmt. Auch wenn dieses Konzept nach Great Reset klingt, es gibt nur augenscheinlich Parallelen. Die aktuelle Industrie möchte aus der Vermietung von Fahrzeugen eine kostenpflichtige Dienstleistung etablieren, in einer tauschfreien Wirtschaft sind monetäre Kosten und Gewinne nicht existent, der Aufwand aber sehr wohl in Form von Arbeit und Material. Die Fahrzeuge können ohne Gegenleistung bestellt und genutzt werden. Aktuell stehen Privatfahrzeuge zum größten Teil ihrer Zeit auf Parkplätzen herum und verursachen Kosten. Sie stehen bereit, damit ihre Eigentümer sie jederzeit nutzen können. Um den Unterhalt kümmern sich die Eigentümer nach Lust und Laune und monetären Ressourcen. Diese Situation ist nur selten das, was man heute nachhaltig nennt. Können bestimmte Reparaturen aus Geldmangel nicht durchgeführt werden, schädigen sie vielleicht sogar den Lebensraum. Mangel an gesundem Lebensraum kommt aber den Industrien wieder entgegen. Profit auf Kosten der Gesundheit. Nicht unbekannt, denke ich. In einer tauschfreien Wirtschaft werden Fahrzeuge nach der Nutzung durch den Nutzer anderen zum Gebrauch freigegeben. Es werden ausreichend viele Fahrzeuge produziert und bereitgestellt, sodass ein Mangel ausbleibt. Somit ist auch hier die Situation gegeben, dass eine Person oder Personengruppe jederzeit ein Fahrzeug nutzen kann. Die Fahrzeuge werden über ein eigenes Netzwerk koordiniert. Nicht benötigte Fahrzeuge stehen zum Abruf bereit. Dadurch ist ihre Nutzung wesentlich effektiver. Auch das schont Ressourcen. Und auch diese Fahrzeuge sind so geplant, dass ihre Materialien und Bestandteile wiederverwertet werden können. Es versteht sich, dass ein solches Konzept in einer tauschbasierten Wirtschaft nicht möglich sein kann. Nicht nur, weil Geld zur Nutzung erforderlich wäre, jede Firma würde nur ihre Kunden bedienen. Der Kosten wegen wird auf Umweltbelange keine Rücksicht genommen. Jedes Unternehmen versucht sein eigenes Produkt als Quasi-Standard zu etablieren. Von jedem Anbieter werden zunächst kaum kompatible Konzepte erstellt, um keine teuren Patent- oder Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Die Patente bringen Profit. Wie das aussehen kann, erleben wir derzeit bei mietbaren Elektrorollern. Arbeit Neben der technischen Konzeption ist natürlich auch spannend, wie sich die Arbeitswelt gestaltet. Viele halten es für unmöglich, dass man Menschen ohne Geld zur Arbeit bewegen kann. Für sie braucht es immer einen Zwang, eine Drohung, eine Peitsche, damit Menschen arbeiten. Das hört sich nicht nur an wie Sklaverei, auch wenn einige in diesen Verhältnissen offenbar glücklich sind. Aber dieses Thema, genannt Arbeitsmotivation, ist nicht Gegenstand dieses Beitrags. Die Arbeitswelt in einer tauschfreien Wirtschaft gestaltet sich wie folgt. Erstens. Alle Arbeiten sind freiwillig. Zweitens. Alle zu erledigenden Aufgaben werden in eine Liste bzw. ein Verzeichnis eingetragen. Richtig, diese Liste wird lang werden. Sie ist jedem zugänglich. In diesem Eintrag stehen die Aufgabe selbst, deren Sinn, Zweck und Ziel. 2.1 Jede der Aufgaben erfordert ein auf die jeweilige Aufgabe bezogenes Fähigkeitslevel und ein Erledigungsdatum. Ein Fähigkeitslevel setzt sich aus einem Wissenslevel und einem Erfahrungslevel zusammen. Das Wissenslevel kann erarbeitet werden. Alles Wissen ist öffentlich verfügbar. Es kann durch Ablegen von einfachen Prüfungen bestätigt werden. Das Erfahrungslevel wird durch praktische Tätigkeiten erworben. Dazu kann an der Erfüllung von ausgeschriebenen, gleichartigen oder ähnlich gelagerten Aufgaben teilgenommen werden. Bei jeder Tätigkeit werden mehrere Bereiche berührt. Auch hier erhält man, je nach Gewichtung, entsprechend Erfahrungspunkte. So berührt der Zusammenbau eines einfachen Computers zum Beispiel den Bereich der Elektronik, der Mechanik und den Umgang mit Werkzeugen. In allen drei Bereichen erhält man Erfahrungspunkte bei der Teilnahme an einer entsprechenden Aufgabe nach deren Erledigung. Kochen berührt beispielsweise den Umgang mit Lebensmitteln, ihre Lagerung, ihre Herstellung, Bereiche der Ernährung, der menschlichen Physiologie und vieles mehr. Wie viele Punkte auf die jeweiligen Bereiche entfallen, entscheiden Fachkommissionen. Während dem Erwerb von Erfahrung wird natürlich auch Wissen erworben, welches dem Erwerb von Wissenspunkten und Level erleichtert. Teilnahme bedeutet, eine Person mit dem entsprechenden Fähigkeitslevel oder eine Gruppe mit mindestens einer Person mit entsprechendem Fähigkeitslevel führt die erforderlichen Arbeiten durch und der Teilnehmer assistiert. Die Person mit dem entsprechenden Fähigkeitslevel koordiniert die Gruppe. Gibt es mehrere Personen, wird ein Koordinator gewählt. Der Koordinator leitet die Gruppe nicht, sondern koordiniert die Arbeiten. Bei größeren Aufgaben kann eine Person direkt als Koordinator bestellt werden, welche entsprechende Fähigkeiten in der Projektkoordination besitzt. Punkt 2.2 Jede Person mit entsprechendem Fähigkeitslevel kann sich zur Erledigung einer Aufgabe eintragen. Ab dem Moment wird darauf vertraut, dass die Aufgabe bis zum Datum erledigt wird oder eine Koordination mit dem Aufgabensteller stattfindet, falls das Datum nicht eingehalten werden kann. Meldet sich niemand freiwillig, können passende Personen von den Aufgabenstellern konkret befragt werden. In Experimenten konnte aber festgestellt werden, dass dieser Fall annähernd nie eintritt. Der Grund dafür ist einfach, wer sich für ein Gebiet interessiert, den stören auch keine Routineaufgaben. Und oft ist es das Ziel, das die Mühe klein werden lässt. Punkt 2.3. Andere Personen können zum Erwerb von Erfahrungspunkten eine Assistenz anfragen. Der Koordinator entscheidet nach Beratung mit der Gruppe, falls vorhanden, ob diese angenommen oder verweigert wird. Auf diese Weise ist übrigens niemand auf einen Beruf, oder eine Tätigkeit festgelegt, schon gar nicht darauf reduziert. Ein Mensch ist nicht der Automechaniker oder der Elektriker, der Gärtner, sondern er ist ein Mensch mit Fähigkeiten in den Bereichen der Pflanzenpflege, der Elektrik und der Reparatur von Fahrzeugen. Klingt doch schon ganz anders, oder? Und das wird der menschlichen Vielfalt gerecht. Er ist kein Werkzeug mehr, das eben mal benutzt wird, sondern ein Mensch, der helfen kann. Eine Umschulung, um diese konservative Ausdrucksweise zu verwenden, ist nicht von Geld abhängig. Wie bereits erwähnt, sind sehr viele Menschen sehr vielseitig interessiert. Wer sich in einem Bereich Fähigkeitslevel erworben hat, kann in diesem Bereich Aufgaben erfüllen. Und erworben heißt eben nicht gekauft, sondern durch eigenes Engagement, Wissen und Erfahrung erarbeitet. Die Erledigung der Aufgaben geschieht nicht wegen der Anordnung durch eine Obrigkeit, sondern aus Interesse an einer Erfahrung. Auf diese Art und Weise wird der Konkurrenzgedanke stark abgeschwächt, während er im existierenden Bildungssystem dominierend ist und sein soll. Bildung. Alles Wissen ist frei zugänglich. Das ist im aktuell herrschenden Wirtschaftssystem nicht der Fall. Es ist oft nur und immer mehr über die Geldhürde zu erreichen. Wissen, das Profite schmälern würde, wird zurückgehalten, versteckt, gegebenenfalls sogar vernichtet. Auf diese Weise hat Geld vermutlich enorme technische und soziale Fortschritte verhindert. Daher hat in meinen Vorstellungen auch Wissen frei zu sein. Das bedeutet für jeden frei, zugänglich, unzensiert und möglichst neutral präsentiert. Trotz aller Bemühungen um Neutralität lässt sich bei der Textgestaltung in der Vermittlung von Wissen eine Färbung in eine bestimmte Richtung nicht immer vermeiden. Wichtig ist, diese Färbung deutlich zu machen, und sie im Weiteren dahingehend auszurichten, dass sie leben bejahend ist. Und diese Grundhaltung des Respekts und der Achtung vor dem Leben soll sich im gesamten Bildungssystem finden. Erziehung Nach meiner Erfahrung entsteht Nachwuchs, oft durch familiären oder gesellschaftlichen Druck. Die Eltern sind nicht nur im Zusammenwirken von Kinderbetreuung und der Notwendigkeit einer Erwerbsarbeit überfordert, sie sind häufig für eine Kinderbetreuung mental nicht bereit. Daher wird diese nicht allein den Eltern überlassen, nicht der Kontrolle oder der Beeinflussung wegen, sondern zur Unterstützung. Die Erziehung durch die Eltern ist gesellschaftlich Tradition. Und niemand will einer Mutter oder einem Vater die Nachkommen vorenthalten oder gar wegnehmen. Die Bindung, die sich durch die Schwangerschaft und die Geburt ergeben hat, ist schwerwiegend und soll nicht angetastet werden. Doch oft kann Elternliebe erdrückend und einschränkend sein. In sehr vielen Fällen wird Liebe mit Verpflichtung verwechselt. Aber ich muss doch aber ich muss doch, ich bin doch die Mutter bzw. der Vater. Wenn das Verantwortungsgefühl nur bis zur Volljährigkeit reicht, kann die emotionale Bindung nicht besonders groß sein, egal ob man blutsverwandt ist oder nicht. Verantwortung bedeutet nach meiner Auffassung mehr, als dass das Kind bis zur Volljährigkeit straffrei bleibt, weil man sonst selbst betroffen ist. Eben genau hier gibt es durchaus Möglichkeiten, diese Eltern ganz oder teilweise zu entlasten. Und zwar durch Menschen, die sich mit der Psyche, mit dem Wesen von Kindern und Heranwachsenden beschäftigt haben. Sie sind mit ihr vertraut. Stimmt, zum Elternsein gibt es kein Handbuch, aber jede Menge Erfahrung und auch wissenschaftliche Forschung. Das kann genutzt werden, sobald die Wissenschaft sich wieder mehr dem Wissen statt den Forschungsgeldern zuwendet. Und das ist nur dann möglich, wenn der Lebensunterhalt nicht mehr von Geld abhängig ist. Und das wiederum ist nur in einer tauschfreien Wirtschaft möglich. Schulung Kinder werden mit einer Basis von Wissen und Erfahrungsleveln durch einen Betreuer einen Mentor ausgestattet. Diese Betreuer können Eltern oder Außenstehende mit entsprechenden Fähigkeitsleveln sein. Spezielle Interessengebiete kristallisieren sich erst im Laufe der Zeit heraus. Lesen, schreiben und einfache Mathematik gehören zu den Basisfähigkeiten, die erlernt werden müssen. Die Kinder erweitern ihre Fähigkeiten durch die Bewältigung von gestellten Aufgaben und die Beschäftigung mit ihren Interessensgebieten und den daran anknüpfenden Randgebieten. Somit wird unnötiges Wissen vermieden, anders als im heutigen Schulsystem. Da Kinder aber neugierig sind, bleiben die Erfahrungen jedoch vielfältig. Und die Basisfähigkeiten können recht spielerisch erlernt werden, die bereits umfassende Erfahrungen zeigen. Betreuer begleiten sie und unterstützen sie, geben Hinweise. Die Betreuer haben selbst entsprechende Fähigkeiten der Didaktik erworben. Der Unterricht gestaltet sich auch völlig anders. Nur bei Bedarf wird konventioneller Frontalunterricht abgehalten. Ansonsten geschieht das Lernen durch Anwendung und Nachahmen lassen. Da sich kein Mensch, keine Arbeit mehr monetär rentieren muss, können sich alle Altersgruppen beteiligen. Auch wenn die Kraft im Alter nachlässt und nur leichtere oder kurzfristige Arbeiten erledigt werden können. Die Wichtigkeit einer Erledigung von Aufgaben erkennen viele erst im Alter. Die Beschäftigung mit Dingen animiert regelmäßig Jüngere, sich für verschiedene Gebiete zu interessieren. Ich traf selten Menschen, die sich nur für ein einziges Wissensgebiet interessiert haben. Die Neugierde und deren Vielfalt ist bereits bei Kleinkindern zu beobachten. Sie muss angeboren sein. Weil es keine Herrschenden gibt, wird auch die Geschichtsschreibung neutraler, vermutlich auch vielfältiger. Daher ist es wichtig, dass Kinder die Vielfalt und Verschiedenheit akzeptieren lernen. Durch die Förderung der Neugierde wird auch der Willen zum Verstehen und Empathie gefördert. Kommt dazu ein respektvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen, der Natur selbst, der von ihrem Umfeld vorgelebt wird, erhalten die Kinder eine andere, lebenbejahende Grundhaltung. Quälen und Töten anderer Lebewesen wird zum befremdlichen Gedanken. Diese Grundhaltung nehmen sie mit ins Erwachsenenalter und handeln entsprechend. Es zeigt sich, dass durch die Abwesenheit eines konkurrenzschaffenden Geldsystems sich auch die Gedankenwelt enorm ändert. Und damit ändert sich auch der Umgang der Menschen mit sich selbst, miteinander und wiederum mit ihrer Umwelt. Durch die Abwesenheit von Handel und die Änderungen der Grundhaltung ist nicht garantiert, dass Menschen keine Machtbestrebungen entwickeln. Hier hilft allein die Aufmerksamkeit, diesen frühestmöglich entgegenzuwirken. Die Mentoren der Bildung sind dringend gebeten, eine Empfindlichkeit dafür zu schaffen.